Die Europäische Kommission hat das Verfahren begonnen, mit dem sie Ungarn 200 Millionen Euro Strafe von künftigen EU-Geldern abziehen will. Zweimal, zuletzt diesen Dienstag, hatte die Regierung Orbán die Frist zur Zahlung der Strafe verstreichen lassen. Ungarn war vom Europäischen Gerichtshof verurteilt worden, weil es im Umgang mit Flüchtlingen geltendes EU-Asylrecht gebrochen hatte. When it comes to the 200 million euro fine, the 15-day deadline expired yesterday. That means that the Commission is, in accordance with the applicable rules, moving to what we call the offsetting procedure. So what we are going to do now is to deduct the 200 million euro from upcoming payments from the EU budget towards Hungary. Der EU-Gerichtshof hatte außerdem eine zusätzliche Strafe von 1 Million Euro für jeden Tag verhängt, den Ungarn weiter gegen die Regeln verstößt. Als Reaktion auf die Strafe hatte Ungarn damit gedroht, Migranten von seiner südlichen Grenze zum Sitz der Europäischen Union in Brüssel zu schicken. Die Regierung drohte außerdem, die europäische Exekutive auf Erstattung der Kosten zu verklagen, die Ungarn durch den Schutz der Außengrenze entstünden. Diese betrugen laut Regierung etwa 2 Milliarden Euro.